Hallo Strategie- und Taktikfreunde, weiter geht es mit unserer Arena-Tour. Heute gastieren wir im wunderschönen, pestverseuchten Uldren in Nyrolfs Arena. Seid dabei, wie wir uns dem Arena-Champion stellen. Wie eingangs schon erwähnt, kümmern wir uns heute um die Arena in Uldren, also um Nyrolfs Arena. Und ihr seht, wir sind hier im pestverseuchten Uldren. Hab's euch gerade noch auf der Karte gezeigt und jetzt gehen wir einfach mal rein. Die Arena innen drin ist aufgebaut wie die Arenen, die ihr auch kennt. Nur hier sind halt Fährtenleser unterwegs, aber im Endeffekt der gleiche Aufbau, so ein Arena-Meister, ein Händler, das Übliche. Wir quatschen jetzt mal mit den Vögeln und nehmen dann natürlich auch die Arena-Herausforderung an und stellen uns dem Champion. Denn wir wollen halt natürlich auch die Arena abhaken, wollen die Beute mitnehmen und auch die Erfahrung. Und da schauen wir mal, was uns hier so entgegenschlägt. Ja, das kennt ihr, das ist wie immer. Und hier werden wir jetzt wieder unser Team zusammenstellen. Die bewährten Recken, die Truppe, mit der ich halt am liebsten in der Arena kämpfe, die halt auch brutalen Damage-Output haben. Und damit werden wir es dann angehen. Ihr kennt's, von Runde zu Runde wird es dann natürlich auch schwieriger und herausfordernder. Und ja, jetzt würde ich sagen, stellen wir uns mal der ersten Runde. Hier haben wir schon eine Besonderheit. In den vier Ecken seht ihr Wölfe. Die Wölfe sind an Seilen befestigt. Das deutet darauf hin, dass sie nicht die komplette Arena-Fläche erreichen können. Wir müssen halt schauen, bis wohin sie kommen. Und wir haben natürlich wieder eine Voraussetzung. Hier wäre es jetzt, jeder Gefährte muss seinen Zug neben einem Verbündeten beenden. Das heißt, wenn wir die Voraussetzung erfüllen, bekommen wir diese drei Tapferkeitspunkte. Okay, wir stellen auch gerade fest, die Gegner hier sind doch ein bisschen härter im Nehmen. Denn wir haben keinen One-Kill hingekriegt und dieser Speerkämpfer kann diesen Rundumschlag durchführen. Das ist auch nicht so schön. Und da kommt der erste Wolf. Also sie kommen zumindest in die Randbereiche. Die Frage ist, wie weit kommen sie in die Mitte? Sehr schön. Lagertha ist einfach ein One-Hit-Bomber. Das ist ein brutaler DD-Tank-Hybride. Also einfach nur lovely. Da ist der Name Programm. Ja, der gute Kato wurde vom Wolf gebissen. Nicht nett. Und der gute Hackert auch. Das ist auch nicht nett. Müssen wir mal diesen Wolf platt machen, der aber erstaunlicherweise auch zäher ist, als er aussieht. Okay, jetzt haben wir ihn platt. Ja, auf die Art und Weise erfüllen wir die Voraussetzung. Man beendet die Runde neben einem Verbündeten. Dazu müsste ich jetzt natürlich noch mit dem Dieb da stehen bleiben. Mein Waldläufer. Ich nenne sie immer Dieb. Das ist halt so, wie man sie aus anderen Fantasy-Rollenspielen kennt, die Schleicher. Hat leider nicht gereicht für einen Kill, aber jetzt vielleicht, ja, Bolle. Zwei Wölfe sind platt. Und ich muss gucken, ob ich nicht eventuell rübergehe, aber dann steht er nicht neben einem Verbündeten. Ich bleib hier, denn ich will die Tapferkeitspunkte. Ja, er haut raus. Nicht schlecht. Wir haben unsere Tapferkeitspunkte bekommen und wir müssen einen Gegner in Nahkampf verwickeln. Das sollte jetzt nicht die Wahnsinnsherausforderung sein, da wir ja im Grunde genommen alle Gegner in Kämpfe verwickeln wollen. Hier jetzt erstmal ein schöner Angriff hinterrücks. Der Bursche ist auf jeden Fall ganz schön zäh. Da werden wir noch ein bisschen mehr draufhauen müssen. Die Frage ist,
Ja. In welcher Reihenfolge schnappe ich mir die Ziele? Lagertha muss gerade echt übel einstecken, das gefällt mir nicht. Aber jetzt haben wir das Hauptziel ziemlich runtergerockt und jawohl. Ja, auf Level 8 finde ich 139 Damage Output schon echt nice. So, der Wolf kommt nirgends ran. Das ist schon mal gut für uns. Der andere Wolf ist noch im Kampf. Den sollten wir dann jetzt auch ausschalten, um eine Bedrohung da oben wegzuhaben. Sehr gut. Bleiben nur noch der Bogenschütze und der Speerkämpfer übrig, die wir ausschalten müssen. Den Wolf zähle ich jetzt erstmal nicht. Ja, okay. Das war nicht clever gezogen von mir. Damit habe ich ihm die Möglichkeit gegeben, mit seinem Rundumschlag wirklich alle drei zu erwischen. Das ist viel zu viel Schaden, was ich hier kassiere. Wäre so nicht nötig gewesen. Nehmt's sozusagen als gute Lehre und macht's nicht so, macht's besser. Ihr wisst ja jetzt, dass der Speerkämpfer hier diesen Rundumschlag hat. Und wenn man das halt weiß, kann man entsprechend anders aufstellen und anders bewegen, um halt selber den entsprechenden Schaden zu vermeiden. Aber der Kampf, diese Runde ist jetzt auch gewonnen. Macht aber den ganzen Arena-Kampf, also das ganze Turnier, für uns schwieriger. Denn dadurch, dass Lagertha ziemlich stark eingesteckt hat und auch unser Waldläufer. Ja, genau, wir nehmen hier. Ja, wir nehmen Sterbt, genau. Aber wie gesagt, dadurch, dass halt zwei von uns richtig stark eingesteckt haben, haben wir jetzt das Problem, dass wir uns entscheiden müssen, was wir reparieren, Lebenspunkte oder Rüstung. Und beim Waldläufer stellt sich die Frage eigentlich nicht, weil der so runtergerockt von den Lebenspunkten. Wir müssen die Lebenspunkte nehmen. Bedeutet aber, er trägt dann auch keine Rüstung im Kampf. Und das wiederum macht die Runde für ihn noch gefährlicher. Das heißt, jeden Angriff, den er einstecken muss, der geht halt direkt auf Lebenspunkte. Das ist nicht schön. Ich fürchte auch, dass unser Waldläufer in dieser Runde oder in der nächsten Runde auch mal ausgeschaltet wird, weil er einfach zu viel einstecken wird. Ja, jetzt müssen wir uns wieder überlegen, mit wem ziehen wir und wen greifen wir als erstes an. Immer natürlich in der Hoffnung, dann auch möglichst idealerweise im ersten Angriff einen Gegner schon entweder komplett rauszunehmen oder schwer zu verwunden und halt zu binden. Ja, der ist fast tot. Verdammt. Aber wir haben noch einen Angriff. Voll. Sehr schön. Wir haben den ersten Gegner in einer Runde quasi direkt ausgenockt. Das ist schon mal super gelaufen. Ich bin mir sicher, dass Lagertha das auch hinbekommt. Da sind wir allerdings in der Reichweite des Wolfs rechts unten. Und hier ist wieder so ein dämlicher Speerkämpfer mit Rundumschlag. Das ist ja den Skill, den ihr freischalten könnt in der Arena in. Boah, wie heißt das nochmal? Die Provinz, wo man nach der Startprovinz hingeht. Links unten. Ihr wisst schon, was ich meine. Die im Bürgerkrieg. Da könnt ihr euch das hier in der Kirche freischalten, wenn ihr in der Arena gewinnt. Ihr seht, dieser Rundumschlag, der haut ganz ordentlich rein. Ja, und hier könnte es jetzt auch schon direkt dazu kommen, dass der arme Waldläufer dann diese Runde tatsächlich mal fällt. Das wäre das erste Mal im Arena-Kampf. Wir müssen schauen, wen wir mit Lagertha bestmöglich ausschalten. Frage ist, retten wir den Dieb? Oder greifen wir uns einen von den gegnerischen Charakteren? Ah ja, Lagertha darf sich nicht bewegen. Okay. Bleiben wir stehen, um die Punkte zu kassieren. Das mache ich halt, damit ich mit allen Charakteren auch wirklich die Bonusangriffe raushauen kann. Deswegen
stehen bleiben und die Punkte kassieren. Mit ihm kann ich mich aber zurückziehen. Er hat das als Fähigkeit. Und kann dann jetzt noch einen Distanzangriff machen. Sehr gut. An der Stelle sollte er auch safe sein vor Wolfsangriffen. Lagertha wird angegriffen, aber der Schaden hält sich erfreulicherweise sehr in Grenzen. Wow. Der feindliche Waldläufer hat mal einen sehr interessanten Distanzangriff gemacht und unseren Waldläufer aus dem Spiel genommen. Sollte aber eigentlich nicht das Problem sein. Ich denke mal, wir schaffen es, den Wolf auszuschalten. Ja, haben wir geschafft. Und wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, den Waldläufer direkt hinterher zu jagen. Sehr gut. Und jetzt haben wir noch diesen fiesen Speerkämpfer. Und da unten den Rohling. Die gilt es noch auszuschalten. Ich befürchte, die Voraussetzung, dass Kato keinen Schaden erleiden darf, das werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Auf die Art und Weise blocke ich auf jeden Fall schon mal den Speerkämpfer und verhindere, dass der sich in Position bringen kann, wo er zwei oder drei von unseren Leuten gleichzeitig erreicht. Das ist also auf jeden Fall schon mal eine sinnvolle Sache. Ja, ich denke mal, jetzt steckt Kato noch was ein. Also, ich denke schon, dass wir die Runde gewinnen werden, aber wir werden halt doch schon Verluste einstecken. Und wir werden dann nächste Runde wieder das Problem haben, dass wir unseren Waldläufer wieder heilen müssen und der wieder ohne Rüstung dasteht, was die Sache natürlich nicht einfacher macht, da es ja auch von Runde zu Runde schwerer wird. Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Ich würde sagen, grundsätzlich läuft es eigentlich ganz passabel. Der Arena-Kampf ist auf jeden Fall knackiger als die Kämpfe vorher. Bin mal gespannt, wie der Champion hier so drauf ist. Ja, das sollte man hinbekommen. Erstmal den Wolf plätten, sehr gut. Und dann endlich diesen lästigen Speerkämpfer erledigen. Ein Fitzelchen von dem ist noch am Leben. Die Frage ist, ob die Verbrennung ausreicht, um ihn vom Feld zu jagen. Oder ob ich da nochmal dran muss. Ich fürchte, ich muss nochmal dran. Egal, jetzt ist der weg. Jetzt ist nur noch unten der Keulen-Hoshi übrig. Und der steht jetzt gegen meine drei. Sehr gut, wir haben ihn destabilisiert, schon mal den ersten guten Schaden gemacht und wir heilen Lagertha, beziehungsweise Kato noch direkt ein bisschen. Und dann werden wir nächste Runde natürlich auch Lagertha runterziehen, um dann halt mit vereinten Kräften auf diesen Typen einzuprügeln. Außer wir schaffen es jetzt schon, aber das sieht nicht so aus. Also wir haben gut ausgeteilt, aber es hat noch nicht gereicht. Ja. Sehr gut. Drei Punkte ist echt gut. Wir hauen wieder drauf. Ja, ganz nett. Der ist natürlich ziemlich stark gerüstet. Aber wir kriegen ihn platt. Noch einen Angriff, dann ist er platt. Sehr gut. Die Wölfe interessieren uns nicht. Wir haben damit die Runde auch wieder gewonnen. Das ist gut. Dann suchen wir uns gleich eine Bonusfähigkeit aus. Da nehmen wir... Ja, ich würde sagen, wir nehmen Rache. Oder nehmen wir ab... Ja doch, Rache. Und jetzt bleibt uns hier nichts. Hier ist Heilen angesagt, wieder ohne Rüstung unterwegs. Hier gehe ich diesmal auf Rüstung, auch in die Trefferpunkte, da auch Rüstung.
Bei dem letzten gehe ich auf Punkte, damit wir mehr Bonusangriffe haben. Denn wie gesagt, es wird ja von Runde zu Runde knackiger und ich möchte halt so viel Damage wie möglich raushauen. Und jetzt müssen wir halt auch irgendwie zusehen, dass wir bei unserem Waldläufer möglichst wenig Schaden kassieren, damit der für die letzte Runde besser gewappnet ist. Wir schnappen uns jetzt erstmal den feindlichen Waldläufer und zimmern da voll drauf. Sehr schön. Das ist einfach nice. Erwähnt ihr schon, dass ich Lagertha liebe? Also, ich liebe sie. Falls euch der Name nicht sagt, Vikings. Schaut's euch an. Dann wisst ihr sehr schnell, wen ich mit Lagertha meine. Also dieser Speerkämpfer geht mir echt auf den Sack. Sorry, wenn ich das so sag. Aber der nervt. Naja, gucken wir mal, wie viel wir hier raushauen können. Das ist doch schon schön. Okay, der Bogenschütze ist nächste Runde down. Da müssen wir uns jetzt erstmal einen Wolf vom Hals schaffen, damit wir wieder mobil sind. Weil im Moment bindet er uns halt. Da das gleiche Spielchen. Der Wolf dürfte nirgends drankommen und der andere Wolf kommt wahrscheinlich an Kato ran. Boah. Er ist natürlich ungünstig. Ich bin hier ziemlich eingekeilt. Das tut weh. Ja, wird eine bittere Runde. Und schon wieder sollen wir den Zug neben einem Verbündeten beenden, um halt die Tapferkeitspunkte zu bekommen. Genau, so sollte es ja klappen. So stehen wir neben dem Verbündeten und können aber trotzdem den dämlichen Bogenschützen angreifen. Und ausschalten. Sehr gut. Wir heilen gleichzeitig noch ein bisschen Kato. Das Heilen hier ist halt sehr übersichtlich. Es bringt nicht allzu viele Punkte und es dient eigentlich mehr dazu, den Status zu heilen, also Vergiftungen, Blutungen etc. Trefferpunkte werden nicht so viel regeneriert. So, hier jagen wir jetzt auch die Tapferkeitspunkte gleich raus, um halt möglichst viel Damage zu machen. Der hat halt auch noch eine sehr starke Rüstung, dieser Gegner. Den platt zu kriegen, wird Arbeit kosten. Aber der Speerkämpfer hat uns eventuell einen Gefallen getan, denn er hat auch Lagertha von dem Wolf weggeprügelt. Das heißt, ich kann sie jetzt bewegen und kann entweder den Speerkämpfer oder da unten den Keulenhoshi angreifen, ohne dass der Wolf zu früh gefreut. Der Wolf greift mich an. Natürlich. Also werde ich mit Lagertha erstmal den Wolf ausnocken müssen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Den Angriff hätte ich mir gerne für einen der beiden Gegner aufgehoben. Der Schlag war nicht schlecht. Boah, Kato steckt übel ein. Ich sehe die Gefahr, dass Kato auch vom Feld geht. Und ich denke mal, ich werde mich auf den Speerträger konzentrieren müssen, da der halt gerade noch wirklich gut zurecht ist und mit seinen Rundumschlägen leider ziemlich gut austeilen kann. Deswegen muss ich schauen, dass ich den möglichst schnell und möglichst gut erledigt bekomme, bevor der noch einen Rundumschlag machen kann.
Ja, da heilen wir noch mal. Frage ist, ob es reicht. Ich befürchte, nein. Ja, Kato ist fast down. Also noch einen Angriff, dann ist der runter. Das heißt, ich muss jetzt das Maximum rausholen und muss zusehen, dass ich, ja, dass ich das ausnutze. Wir heilen nochmal. Es gibt leider nicht 4 Punkte. Die Frage ist, ob es reicht oder nicht. Wir werden schauen. Wir greifen auf jeden Fall jetzt nochmal mit allem, was wir haben, an. Ah, sehr gut. Ja, hat nicht ganz gereicht. Also Prognose ist, Kato wird jetzt angegriffen und ist vom Feld. Noch steht er. Irre, er steht immer noch. So, jetzt mosch ihn weg. Nochmal heilen. Und dann Lagertha for the win. Sehr gut. Der Vogel ist jetzt auch ausgeschaltet. Ja, ich glaube, wir gehen auf Einschüchterung. Jetzt wird es natürlich auch kritisch, denn jetzt haben wir 2 Stück, die komplett runtergerockt sind und die ohne Rüstung sind. Und wir treten gegen den Champion an. Hier müssen wir natürlich auf Rüstung gehen bei den ersten beiden, weil die müssen halten. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, wer ist der Champion und was ist das Besondere? Oha. Der Champion ist ein Bogenschütze. Und er hat einen Bär dabei. Und natürlich sind da noch die 4 Wölfe in den Ecken. Okay, das ist alles andere als lustig. Und er hat verdammt viel Rüstung. Das heißt, draufprügeln ein bisschen geht nicht mehr, um die Rüstung runterzubekommen. Okay, wir können ihn auch nicht in den Nahkampf verwickeln und vom Schießen abhalten. Er kann auch im Nahkampf schießen. Naja, fairerweise muss man natürlich sagen, alles andere wäre auch ziemlich langweilig, wenn er im Nahkampf nicht schießen könnte, denn dann wäre es doch ein bisschen zu leicht. Jetzt wäre es wahrscheinlich schlau, wenn ich, genau, hier so mit meinem Waldläufer den im Nahkampf befindlichen Nairolf, ach, der Namensgeber der Arena, wenn ich den direkt angreife und dann hoffentlich safe bin, vor den Wölfen. Wir werden es sehen. Ich spekuliere so ein bisschen darauf, dass der Bär meinen Toran angreift und dann vielleicht sogar noch eine Riposte kassiert. Ja, da werden wir jetzt erstmal volles Pfund draufhauen. Sehr, sehr gut. Noch ein Schlag, dann sollte Nairolf Geschichte sein. Ist er. Und jetzt können wir uns den Bär schnappen. Ja, hier können wir noch mal ein bisschen heilen, das ist auch nicht verkehrt. Der Bär greift an und stößt uns zurück. Da kommt der erste Wolf, kommt aber zum Glück nicht dran. Und jetzt ist die Frage, angreifen oder nicht angreifen? Eigentlich wäre es doof anzugreifen, weil ich keine Rüstung habe. Und ich würde ihn an mich binden, wenn ich angreife. Auf der anderen Seite, wenn ich genug Schaden raushau, könnte ich ihn vielleicht schnell genug platt machen, dass es egal ist. Okay. Der hat Trefferpunkte bis zum Abkotzen. Das ist quasi eine Einmannarmee. Ja, jetzt egal. Mit allem, was wir haben, drauf. Hilft ja nicht. Mann, Mann, Mann. Also Bärchen ist aber
Überzeugender Kandidat, muss man mal sagen. Das wird auch ein Weilchen dauern, bis ich den platt habe. Also ich glaube nicht, dass ich das. Nee, das schaffe ich auf gar keinen Fall in einer Runde. Ich habe ja auch keine Tapferkeitspunkte mehr. Kann also keine Bonusangriffe machen. Das bedeutet, ich muss ihn jetzt oldschool mit den Basisangriffen fertig machen. Aber wie gesagt, führt ja kein Weg dran vorbei. Sehr nice. Lagertha rockt einen Schlag und mal direkt 205 rausgehauen. Ja, so gefällt mir das. Bin mal sehr gespannt, was Lagertha raushaut, wenn sie auf Level 12 ist. Sie ist ja jetzt auf Level 8 schon brutal. Sehr nice. Ja, damit wäre auch der Arena-Kampf in Nyrolfs Arena gewonnen. Ich muss sagen, das war für mich bisher der härteste Kampf. Hab da auch ein paar Fehler gemacht, ganz ehrlich, aber ihr habt es gesehen. Und im Grunde genommen ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man auch Fehler sieht, weil man ja auch aus Fehlern lernen kann. Deswegen habe ich das Video auch nicht neu aufgenommen in einem Stil, wo alles super gelaufen ist und alles top war, sondern habe es genau so gelassen, damit ihr halt auch die Fehler seht. Hier seht ihr nochmal die Belohnung, Spürhund. Das gibt es hier in der Arena. Und damit sind wir durch mit Nyrolfs Arena. Ich hoffe doch, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und auch ein wenig unterhalten. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar da. Schreibt mir rein, was ihr von dem Video haltet. Oder wenn ihr Fragen habt, gerne Fragen. Anregungen auch sehr gern gesehen. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen und natürlich auch über ein Abo, denn damit würdet ihr den Kanal wirklich nach vorne bringen. Und jetzt werde ich euch auch noch eine Playlist einblenden, die findet ihr da oben. Diese Playlist zu Wartales umfasst alle Videos zu Wartales, die ich bisher gemacht habe und alle Videos, die noch kommen. Und ich kann euch sagen, da sind noch einige in der Pipeline. Schaut da unbedingt mal rein. Wir sehen uns im nächsten Video.